Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner Reise mit MS Europa durch Norwegen und wir sind an einem Ort, wo ich durchaus auch schon mal war, nämlich in Bergen. Ja, und da habe ich gleich was ganz Besonderes vor. Es ist jetzt kurz vor 8:30 und ich treffe gleich, ohne gefrühstückt zu haben, weil das muss heute mal ohne es gehen, ja, ich treffe gleich Dieter Müller, den Mann, der hier ein Gourmet-Restaurant betreibt auf MS Europa, was ja eine ganz ungewöhnliche Geschichte ist. 70 bis 80 Tage im Jahr ist er selbst an Bord. Und mit ihm geht es auf den Fischmarkt hier von Bergen. Denn das gehört natürlich bei so einem Luxusschiff auch dazu, dass man immer auch mal frisch lokal einkauft und dass nicht immer alles nur aus Deutschland angeliefert wird. Also bin ich wirklich sehr gespannt, wie das gleich wird. Dieter Müller ist jetzt bei mir. Schönen guten Morgen. Herr Müller, was ist jetzt Ihr Auftrag gleich auf dem Markt sozusagen? Ja, wir gucken mal, was es so gibt. Und wenn man dann natürlich was für unsere Küche verwenden können, kaufen wir ein. Das ist immer so auf Märkten. Ja, was ist da so eine bevorzugte Geschichte? Eigentlich auch Obst und Gemüse hier in Norwegen oder nur Fisch? Ja, für uns nur Fisch. Ja, das andere wird eingekauft. Ja. Und wir gucken halt für unser Amüsbusch, das ist ständig wechselt, oder dass man irgendwo was Feines kriegt. Dann sagt, das nehme ich mal mit und habe das für 2-3 Tage. Ja. Sind wir mal sehr gespannt. Ja, also, doch. Gehen wir mal los. Gar nicht, ne? Das war... Was ist Ihr Lieblingsfisch? Kann man das sagen? Ja, mein Lieblingsfisch ist natürlich der Steinbutt, 7 Kilo. Das ist ein Kabeljau, Skrei oder so, das ist eine Spezialität. Ich kann also mit frischem Fisch was Gutes machen und das ist wichtig. Frisch muss er sein, riechen darf er nicht. Und da muss man halt dann auch ein bisschen kreativ mitarbeiten. Mir ist immer wichtig, ein bisschen Gemüse, also Gemüse, Fisch. Also Tiefkühlfisch nicht so gerne, oder? Ja, müssen wir auch mitarbeiten. Ja. Aber das sind heute so Verfahren, dass die Schockgefroren, ich lasse mir die Steinbutt Kopf ab, durchsägen, an der Gräte, schön schockgefroren habe ich, wenn ich langsam auftauche auf dem Schiff, wunderbar frischer Fisch draußen irgendwo, wo ich halt nichts einkaufen kann. Klar. Also gucken wir mal, was wir finden hier. Das sieht jetzt so aus, als kommen wir hier zu Gosch oder so. Also gar nicht so. Ne? Das wollte ich auch gar nicht. So ein Heilbutt, gell? Das wär's doch. Wenn Sie den sehen, sieht man, dass der frisch ist? Oder? Ja, also man sieht schon. Zuerst guckt man auf die Augen, wenn die Augen klar sind. Und da ist ja auch noch Glanz. Und wenn ich da weiter vertieft reingucke, sehe ich schon, der hat Glanz. Und das ist ganz wichtig bei Sushi oder Sashimi. Der Fisch muss glänzen. Wenn der matt ist, dann brauche ich gar nicht riechen. Und dann natürlich würde ich jetzt mit dem Fingerdruck, wenn der stark nachgibt und da eine Mulde bleibt, dann ist er nicht mehr so frisch. Mhm. 39 Euro pro Kilo. Ja, ist auch teuer, aber. Okay. Irgendwas müssen wir ja mitnehmen. Ist für Gastronomie? Ja, fragen. How many is it? How many Kilo? 19 Kilo. 9 Kilo. 19. 19 Kilo hat der. Das kostet ja Vermögen. Ich werde nicht gleich das Erstbeste nehmen. Ne? Das ist natürlich eine Spezialität hier, die King Crab in Norwegen. Mhm. Das ist sehr teuer. Aber das ist schon hier das Lachsland Nummer 1 sozusagen, ja, oder? Ja. Aber so geräuchert, das muss ich nicht haben. Das für mich kein Festessen, das ist mir zu fett, das ist, ja, man sieht, das ist nicht appetitlich. Ah. Ich brauche einen frischen Lachs und der kurz mariniert oder schöne Beize. Das ist natürlich schon toll. Mhm. Ah, Jakobsmuschel, ja. Da können wir auch welche mitnehmen. Da können wir was mitnehmen. 9,40 Euro das Stück. Pro Stück? Ja. Wie viel? 9,40 Euro pro Stück. Scheiße. Ja gut, da kann man nicht mit anfangen, ne? Das haben wir in Lerbach gekauft, das Kilo für 18, 24 Euro so rum, gell? Und das, ja, die haben, ja gut, die haben jetzt ungefähr, was nehme ich an, 300 Gramm in der Schale. 250, 300 Gramm. Gibt es Dinge, wo Sie, ich sage mal, auch als Koch Skrupel hätten, weil Sie sagen so, na, sowas würde ich nicht machen, also... Was Sie nicht verarbeiten? Ja, also Wale brauche ich nicht unbedingt. Es gibt genug Fisch und
bei Fleisch gibt es auch Sachen, wo ich sage, muss ich nicht essen. Also vor allem keine Elefant. Ja, nee, sowas. Kamel. Kamel. Habe ich auch schon gegessen. War aber nicht mein Ding. Oder Billigfleisch. Ja. Ah. Nein, muss ich gar nicht. Dann werde ich Vegetarier. 4,99 das Kilo, genau. Schweineschnitzel. Ja. Dann gebe ich es in die Pfanne, dann spritzt es und riecht nach Schwein. In der Küche riecht es nach Schwein. Das geht nicht. Ja. Das ist schade, dass das so angeboten wird und die Leute pilgern dahin und kaufen ein. Weil sie denken, oh, wieder Sonderangebot. Ja. Jetzt haben wir ja hier natürlich mit Fisch zu tun. Jetzt haben Sie gesagt, oh, Sie haben auch in Japan, habe ich richtig verstanden, gearbeitet. Wie sieht es aus mit Sushi bei Ihnen eigentlich? Oh, ich liebe Sushi. Ja? Ja, Sashimi. Das ist einfach, weil ich Fisch am liebsten auch so mariniert oder roh esse. Ja. Oder ganz kurz gebraten. Ja. Das ist einfach für mich Hochgenuss. Mhm. Ich liebe das Meer, deswegen bin ich auf der MS Europa. Das war früher immer ein Traum. Ich war schon als Gastkoch tätig auf der MS Europa. Und dann kam halt die Idee, aus dem chinesischen Restaurant mal was Besonderes zu machen. Ja, ja, und so kam das. Dann habe ich zu meiner Frau vor Jahren schon gesagt, mein Traum wäre mal auf der MS Europa ein Restaurant zu haben. Ja, und der Traum wurde wahr, ne? Ja. Toll. Und das ist auch für mich ein Höhepunkt in meinem Arbeitsleben. Ich habe einen starken Partner, habe unglaublich nette Gäste. Das ist schon freuen, wenn ich an Bord komme. Und, aber dafür gebe ich auch viel. Und die Köche, die bei mir arbeiten, sind nachher begehrt, weil auf dem Schiff, da lernt man Disziplin, Schnelligkeit und Sauberkeit. Also richtig arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Schön. Nein. Ah, da haben wir Kabeljau. Sehen Sie? Der ist schön. Das ist unsere Größe, wo wir brauchen. Da könnte man ja vielleicht mal fragen, was er da macht. Weil das können wir noch brauchen. Kabeljau. Da ist die Chance auch größer, dass er günstiger ist auf jeden das Fall. Ne? Wunderschöne, das ist eine wunderschöne Größe. Das sind dann die Lounge. Also Filet, wie viel? 29. Ja, das kann man machen, ja. Das könnte man machen. Das hat ja der andere auch gekostet, wenn man mehr Abfall hatte. Da hat man ja kaum Abfall. Das ist halt hier für uns, gell? Wir 95. kommen von Kreuzfahrtschiff. Gastronomie. Und Sie haben hier Preise für alle. Ja. In Deutschland habe ich natürlich einen Vorteil, wenn ich Fischmarkt gehe, hat die Gastronomie einen Spezialpreis. Das ist hier nicht der Fall, wenn man ein bisschen mehr einkauft. Gab es mal eine Situation, ich meine, wenn man auf einem Schiff ist, Land ist möglicherweise nicht in der Nähe, gab es mal was, dass Sie da was vermisst haben, was nicht da war und Sie dachten, Mensch, ich bräuchte jetzt unbedingt das und es gab es aber nicht? Das gibt es immer wieder. Auf dem Schiff immer wieder. Das ist eine besondere Herausforderung. Ja. Aber trotzdem, wenn ich aufs Schiff komme, das Erste, was ich mache, ich gehe durch die Kühlräume. Und dann spreche ich mit meinem Sous-Chef ab, wie alles läuft und so. Und dann sage ich, oh, ich habe da was gesehen im Kühlhaus. Das gibt ja manchmal Gemüse, wo neu sind für mich und die mir gefallen. Und ich bin ein neugieriger Mensch. Dann geht es sofort dran, Kopf denkt mit, was könnte ich daraus machen. Und ich freue mich darauf, weil das ist das Schöne an diesem Beruf, die Kreativität. Und das sehe ich auf den Märkten in der Welt. Dann denke ich immer, mein Gott, warum könnte ich nicht jeden Tag einkaufen? Man könnte noch so viel kreativer sein und so viel individueller kochen. Und aber man muss mit dem zufrieden sein. Und das ist auch die Handschrift, ein großer Chef, irgendwann mal zu improvisieren. Aber dann muss es gut sein. Ja. Und natürlich kochen Sie ja nicht nur auf der Europa, Sie essen natürlich ja auch selber. Wo und was essen Sie auf MS Europa gerne? Ja, also was ich mir genehmige, ist morgens das Frühstück. Das ist ein Traum. Oben auf dem Lido-Deck und wenn dann noch irgendwo die Sonne oder die Landschaften. Es ist einfach ein wunderschöner Einstieg in den Tag. Und danach muss ich sagen, Mittagessen, Abendessen esse ich immer mit der Crew. Aber das Frühstück genehmige ich mir und das ist einfach für mich der schönste Frühstücksplatz, ist oben auf dem Lido. Das würde ich sagen, auf unseren Einkauf. Ne? Oh ja, auf den Einkauf. So lässt sich einkaufen. Und wenn man dann Hunger hat, dann greift man nur links und rechts zu. Ne? Toll. Nächstes Mal bringen wir die ganzen Leute vom Schiff alle hierher und dann essen die hier. Das wäre ein tolles Event. Würde Gäste Spaß machen.
Und wir sind wieder zurück am Schiff. Ja, die Sonne ist noch rausgekommen, ganz erstaunlich. Das war nicht so abzusehen heute Morgen. Ne? Richtig also, sommerlich. Ja. Ja, der Fisch wird schon an Bord gebracht, der wird jetzt ordentlich verarbeitet. Ist da noch viel jetzt zu bearbeiten bei dem Fisch? Ja, ich gehe jetzt gleich mit in die Küche und meinem Zuschef werden wir dann den Fisch so zerlegen und vorbereiten, dass man dann nächste zwei Tage verarbeitet. Ja. Also wer Dieter Müller mal live erleben möchte auf der MS Europa, das steht auch immer auf der Homepage von Hapag-Lloyd Cruises. Wie gesagt, 70, 80 Nächte im Jahr, da ist die Chance relativ gut. Ja. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, ich werde auch noch mal essen kommen. Genau, schön. Lade Sie herzlich ein. So, wieder zurück auf der Kabine. Ja, und wenn man jetzt mal ins Tagesprogramm guckt, wir haben ja heute noch nicht so wirklich viel gegessen, nämlich gar kein Frühstück. Ja, also man hat hier wirklich drei Möglichkeiten, essen zu gehen, ins Europa-Restaurant, Restaurant Venezia und eben ins Lido-Café, heute mit dem Motto alles vom Rind, unter anderem mit Rinderroulade, habe ich schon gelesen, dass das Europa-Restaurant geöffnet hat, also das Hauptrestaurant, wenn man so will. Das ist übrigens auch ein Unterschied im Vergleich zu Europa 2. Da ist nämlich das Weltmeere-Restaurant mittags geschlossen. Und was hatte ich zum Mittagessen im Lido-Café? Zunächst einen Salat und dann einen Flusskrebssalat. Das ist wirklich sehr lecker gewesen. Und dann habe ich mich entschieden, trotz des Sonnenscheins, das Motto war heute irgendwie alles rund ums Rind oder so, ja, im Lido-Café, da hatte ich dann eine Rinderroulade. Die war wirklich sehr gut, aber ganz fantastisch war der Rotkohl dazu. Also wirklich toll, ja. Es ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht 30 Grad, sondern eher 18 und knallender Sonnenschein. Also da kann man das durchaus essen. Ja, und dann zum Nachtisch Eis, zwei Kugeln. Hier gibt es ja dieses Eis von Giovanni L. Kennt ihr vielleicht irgendwie aus dem Bahnhof in Hamburg oder gibt es ja unzählige Filialen. Mit etwas Sahne und Haselnusskrokant. Es gibt Haselnusskrokant hier an Bord, jawohl, wie sich das gehört. Und dann zum Schluss noch zwei Trüffel, beziehungsweise ein Trüffel und ein Stück Schokolade. Ja, also ihr seht, so richtig viel habe ich jetzt nicht gegessen. Also das ist halt so, ne, dieser Effekt, so, der bei mir dann nochmal einsetzt, dass ich dann relativ schnell irgendwie in so eine Phase komme, wo ich gar nicht mehr so viel essen kann, weil ich irgendwie immer denke, so, okay, irgendwann wird dieses Polohemd platzen. So, wir sind in Bergen immer noch. Es ist jetzt, wie spät haben wir es jetzt, 13.40 Uhr und das ist ein guter Moment, um nochmal rauszugehen, so ein bisschen auf eigene Faust. Stichwort auf eigene Faust, es gibt hier, wie auf vielen anderen Schiffen auch, eine Hafeninformation. Ich habe aber das Gefühl, dass die hier nochmal deutlich besser ist als bei vielen anderen Reedereien, weil hier eben auch darauf eingegangen wird, was kann ich denn wirklich individuell machen. Ja, da steht es, Bergen individuell. So, ich kann auf den Fischmarkt gehen. Na gut, das haben wir schon gemacht mit Dieter Müller heute Morgen. Die Standseilbahn, das wäre doch was bis 23 Uhr, wobei dann sind wir schon wieder weg, ein bisschen spät. Das wäre jetzt vielleicht mal was. Aber das ist wirklich gut gemacht, ne? Bergen-Aquarium, so. Da muss ich gar nicht groß vorher recherchieren, sondern habe das hier alles schön übersichtlich und muss jetzt nicht zwingend hier irgendwie einen dieser Ausflüge buchen. Hier gibt es ja dann so Panoramafahrt. Ja gut, das ist wieder halt so diese typische Sache, was man dann eben mit dem Bus macht, ne? Also ja, zu Fuß durch Brüggen vielleicht auch nicht so spannend. Also beziehungsweise ja, vielleicht schon spannend, also je nachdem. Oder Segway-Tour, das hätte es natürlich auch gegeben, aber wir gehen halt jetzt mal individuell gucken. Was hier eben auch ganz praktisch ist, vorm Ausflug gibt es hier Wasser, das ist nun eigentlich auch nichts Besonderes, aber im Luxussegment ist das natürlich auch im Preis enthalten. Ne? Also da muss ich nichts extra für bezahlen. Was man hier auch mal gut zeigen kann, vor dem Schiff, ja, kann man sich theoretisch auch hier hinsetzen, beziehungsweise ist es wahrscheinlich einfach gedacht, wenn man zurückkommt, so ein bisschen wie zu Hause im Garten, ne? Wie schön. Nicht weit vom Schiff befindet sich hier dann das Brüggenviertel. Das sind also tatsächlich original mittelalterliche Häuser. Man könnte ja denken, ist alles nicht echt, von wegen. Ja, das ist Weltkulturerbe heute. Und das war lange quasi so das Herz hier so der Stadt. Ist auf jeden Fall schön anzusehen und ja, kann man auch gut davor sicher was trinken. Jetzt sind wir an der Fleubanen sozusagen, also das ist die größte Attraktion, wie es heißt in Bergen, also eine Zahnradbahn, wo es nach oben geht. Man sieht etwas Schlange hier dann doch, wobei man, das versuchen wir gerade noch, das Ganze auch hier online kaufen kann. So kostet genauso viel, aber wir können dann möglicherweise hier an der Schlange vorbeigehen. Das wäre ja schon mal ganz praktisch, aber klar, es ist halt irgendwie sehr, sehr, sehr viele Touristen hier, ne? Also von daher ist es jetzt nicht so überraschend. Wir haben jetzt doch mal keine Online-Tickets gekauft, nee, sondern uns da angestellt. Aber man musste auch jetzt nicht so ewig warten. Ja, so und ja, hier dann nochmal eine kurze Schlange. Und dann kannst du auch gleich hochgehen.
Ach so, wir machen das jetzt nur one way tatsächlich. Also ja, der Plan ist dann runter zu laufen. Keine Ahnung, wie lange das dann dauert. So, da geht es hier gleich hoch. Hatte ich ja das letzte Mal auf Flusskreuzfahrt, ne? So eine Zahnradbahn. Der Blick hier oben, ganz fantastisch. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also man hat irgendwie einen Blick, den man sonst nur mit einer Drohne hätte. Also spart man sich die Drohne und kommt einfach hier hoch. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Also wir werden es so versuchen, ein bisschen runterzulaufen. Aber die Fahrt hoch ging doch relativ lange. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Und ja, wir haben noch, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ja, 2 Stunden, dann sollen wir an Bord sein. 2,5 Stunden dann auslaufen. So, was schon mal eine interessante Geschichte ist hier, ne? Mit den Ziegen hier. Guck mal, die haben da so ein Kästchen hängen. Ich mag mich da gar nicht so dran nähern. Das ist mit einer Solarzelle, wie es aussieht am Rande. So, damit sind die Ziegen ortbar per GPS. Ja, und insofern, also ist das jetzt gar nicht, wenn die jetzt hier rumläuft, gar kein Problem, weil man weiß halt, sie ist an dieser Stelle. Kann man dann auf dem Handy nachgucken. Also es war doch einfacher hier runter zu laufen als gedacht, denn dann kam dann ein Weg, der wurde ausgeschildert. Das ist auch ganz hübsch hier, muss man sagen, zum City Center. Knapp 3 Kilometer, also das ja, schafft man doch in einer annehmbaren Zeit, denke ich. Ja, also wirklich super Geschichte hier oben. Und langsam sind wir wieder zurück am Schiff. Das war jetzt wirklich eine super Geschichte, ja, hier zu Fuß zu gehen. Haben wir ein bisschen Bewegung gehabt. Also kann man gut hier wirklich in Bergen auf eigene Faust machen, ja, ein bisschen laufen. Ist aber natürlich auch die Voraussetzung, dass wir so schönes Wetter haben wie heute. Ja, denn das ist einfach wirklich ein Traum hier, ne? Man sieht es, glaube ich, gerade ganz gut. Ja, die größte Versuchung am Nachmittag auf der Europa, ganz klar, die frischen Waffeln. Ne? Heute in der Variante mit rote Grütze. Guck mal, mit ganz viel Blaubeeren, wie toll. Und Vanilleeis. So, es sieht hier ein bisschen chaotisch aus jetzt auf der Kabine, aber so ist das, ne? Wenn man hier die ganzen technischen Dinge dabei hat. Gleich gibt es wieder einen Livestream auf YouTube. Yeah, und ich habe, guck mal, hier einen neuen Gimbal tatsächlich. Eine etwas einfachere Variante, als ich bisher hatte. Der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter. Der, wie heißt der? Ich glaube Wimbel, ne? Wimbel 2, also nicht Wimbledon, sondern Wimbel mit V, ja. Werde ich gleich mal probieren, wie das geht, ja. Und dann ist es auch schon Zeit zum Abendessen langsam wieder. Mal gucken, was sonst noch passiert, aber ja, war ja schon, ging ja heute schon früh los, ne? Also wir sind ja mit Dieter Müller irgendwie schon um 8.30 Uhr los und vor 8 aufgestanden und boah. Nicht so meine Zeit, aber gut. So, und später dann natürlich noch Abendessen, heute wieder ins Europa-Restaurant und dann heute noch eine tolle Show mit, ich hätte beinahe gesagt mit Simon & Garfunkel, aber mit 2 Herren, die genauso singen. Und die waren bei der Eröffnungsshow irgendwie schon richtig gut, also bin ich echt gespannt. Ja, der Livestream zum Auslaufen auf YouTube war ein bisschen mittelmäßig heute, ehrlich gesagt, weil es vorher so ein paar technische Widrigkeiten gab. Das Auslaufen war plötzlich eher, dann auf YouTube funktionierte was nicht, dann war mit dem Handy, spinnte was, mit dem Gimbal und. Aber so ist das manchmal im Grunde. Ja, aber gut. So, jetzt bin ich schon umgezogen fürs Abendessen, wobei noch nicht mal hier, war nicht mal Zeit, hier das Hemd zuzumachen. Also das kommt gleich noch. Es ist ganz schön frisch da, auch so am Abend, muss man sagen. Also jetzt, wenn da so der Wind pustet, also jetzt sind das so gefühlt nur noch 13 Grad, vielleicht liegt es am Wind, vielleicht ist es noch ein bisschen wärmer, aber ja, da merkt man schon, okay, es geht in den ganz hohen Norden, ne? Aber jetzt Abendessen im Europa-Restaurant, wieder im Hauptrestaurant. Was habe ich gegessen heute? Sülze von Nordsee, Krabben und Gurke, Gartengemüse und Kräutercreme. Ich liebe ja Krabben, die es ja halt kaum gibt auf Kreuzfahrtschiffen, aber wirklich super, super lecker. Spinatcremesuppe mit Ziegenkäse, Crouton. Ja, wenn man das beides zusammen gegessen hat, war es super. Der Ziegenkäse passte perfekt zur Suppe. Als er dann alle war, dachte man, die Suppe, na, hätte ein bisschen kräftiger sein können, muss man sagen. Dann Entenfrühlingsrolle mit Pflaumenjus und Ingwer-Rotkraut. Rotkraut, ähnlich wie heute Mittag, extrem lecker. Dieses Zwischengericht war wirklich richtig gut. Dann Birnensorbet mit Maracuja und Sternanis. Und dann Zander gebraten mit Apfel-Meerrettichsoße, Schmorgurke und Kartoffelperlen. Ja, das war auch gut gewesen. Der Fisch hätte einen Tick weniger gebraten werden können. Einen kleinen Tick, ja. Einen Tick weniger und das wäre super gewesen. So war es aber noch ganz gut, ja. So, und dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen 2 Desserts. Ja, und dann habe ich beide genommen. Und zwar war das einmal Schokolade und Kaffee, Mango-Chutney mit Vanille und weißem Mokka-Eis. Das war dann der Gewinner von meinem Dessert. Der weiße Schokoladenkuchen mit mariniertem Pfirsich.
der hatte dann das Nachsehen sozusagen. Also da habe ich nur ein bisschen von probiert und ja, war der Kuchen war ein bisschen zu trocken oder so. Ja, das war's schon. Ja, wir sind hier weiter unterwegs. Fantastisches Wetter hier. Heute gleich, habe ich ja schon angekündigt, toll sieht das aus, ne? Gleich noch Show, also gucken wir mal. Das war ein Graceland mit der Musik von Simon & Garfunkel. Ja, richtig gut. Und was ich sagen muss, ich finde es auch wirklich bemerkenswert, wie viele Musiker noch dabei waren, ja. Wo ich denke so, okay, das ist jetzt eine Kombo, die hatte hier zwei Auftritte. Aber das ist ja ein Wahnsinnsaufwand, den man da betreibt. Also das ist total irre. Es war jetzt nicht so richtig voll, würde ich sagen. Also ich denke nicht, dass das 200 Leute waren, die da waren. Also ja, und es sind ungefähr 380 im Moment an Bord, wobei die Musiker eigentlich schon dabei sind bei diesen 380. Aber ja, da habe ich dann mit Gästen gesprochen, die sagten, nee, das ist durchaus normal, weil es eben so ist, ja, die einen mögen eher Klassik, die einen mögen eher so eben so poppige Geschichten oder Jazz oder. So dass dann, ja, dann diejenigen, die das vielleicht nicht so spannend finden, dann gar nicht erst kommen. So, das ist jetzt nicht so eine Geschichte, so dass man ja jetzt so Sachen findet, die wirklich jeder toll findet, ne? Sondern ja, aber wie gesagt, richtig gut. Ich habe das, glaube ich, auch so einen aufwendigen Auftritt von Gastkünstlern, habe ich jetzt auch selten wirklich erlebt, wo so viele Musiker dabei sind und ja, wirklich irre. Ja, das ist gewesen. Ich möchte euren Blick jetzt auch nochmal, ihr habt das vorhin gesehen, das ist nicht lange her, also das ist anderthalb Stunden her vielleicht, dass ich euch die letzten Bilder von draußen gezeigt habe. Jetzt sieht das Ganze so aus, was ist das denn für eine Suppe, fragt man sich, wer hat das Essen nicht aufgegessen, ich war es nicht. Ja, oh, und man kann auch sehen hier, so das Wellenbad hat eröffnet. Ja, so ist natürlich ein bisschen so, guck mal. Ja, wobei es klingt jetzt wilder, als es aussieht, aber naja, das ist halt natürlich so, sobald es ein bisschen schwankt, für Schiff fährt schnell. Ja, man hat da ein Netz jetzt reingelegt, also dass da jetzt keiner versucht drin zu baden, so, das ist natürlich nicht so das Richtige. Ja, das ist gewesen, langer Tag heute mit Dieter Müller schon beginnend heute Morgen. Lasst es mich mal wissen, wie es euch gefallen hat. Ja, nächste Folge sehen wir uns wieder. Wenn ihr Angebote checken wollt, dann klickt mal auf den Link und Daumen hoch nicht vergessen, wäre auch noch super. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!